In den letzten Wochen hat man ja gesehen, was der Anstieg von Strom- und Gaspreisen eigentlich für eine Wirkung entfaltet. Und daher ist es unheimlich wichtig, dass bei allem, was man macht, der soziale Frieden oder die soziale Ausgeglichenheit mit berücksichtigt wird. Daher ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass man insbesondere die EEG-Umlage schnellstmöglich abschmilzt, um Verbraucher zu entlasten. Gleiches gilt für Steuern und Abgaben. Und das wäre eine Herausforderung oder ein Wunsch auch an die neue Bundesregierung, hier sehr konsequent und klar zu sein. Denn nur Energiewende funktioniert nur, wenn wir alle Bürger mitnehmen und nicht nur einen Teil davon. Ein weiterer Punkt, der gleich mich auch mit berücksichtigt werden sollte, ist die Stärkung der sogenannten Prosumer. Das heißt, die Energiewende muss zu Hause stattfinden und das ist ja auch ein Anreiz für Energiesparung, effizienter Umgang mit Energie und Eigenerzeugung. Der Gebäudesektor, insbesondere der Bestand, ist, glaube ich, einer der zentralen Stellschrauben für die Energiewende. Daher ist es wichtig, dass der Gebäudebestand schnellstmöglich, also die Sanierung, die Umrüstung stattfindet. Dafür brauchen wir Entbürokratisierung, einfachen Zugang, entsprechende Förderprogramme. Das ist sowohl für den Handwerker als auch für den Kunden wesentlich einfacher und komfortabler wird. Ich werde meinen Enkeln aus der Vergangenheit berichten und zu sagen, stellt euch mal vor, es gab tatsächlich mal eine Zeit, da gab es keine Photovoltaikanlagen zu Hause, keine Speicher und keine Wärmepumpen. Und die Autos waren nicht elektrisch, sondern noch mit Diesel und Benzin. Gott sei Dank haben wir das geschafft zu ändern, indem wir sehr konsequent zusammen mit der Bundesregierung an der Energiewende gearbeitet haben, alle Bürger mitgenommen haben und somit es geschafft haben, CO2-neutral zu werden.